VUCA ist ein Akronym, also eine Zusammensetzung von Anfangsbuchstaben anderer Wörter. Und nachdem diese aus dem Englischen kommen, ergibt sich VUCA mit Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Auf Deutsch bedeuten diese Wörter Volatilität oder auch Flüchtigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Wozu wurde dieses Wort überhaupt kreiert und wozu brauchen wir es? Erstaunlicherweise gibt es dieses Wort schon also seit den 1990ern aus dem US-Militärbetrieb. Das hat mich selbst sehr überrascht. Und in der heutigen Zeit wird es dazu verwendet, um die Welt, in der wir leben, zu beschreiben. Und die verdient einen eigenen Namen. Sie werden es von sich selbst wissen, dass wir immer häufiger damit konfrontiert sind, dass wir in einer Zeit der höchsten Unsicherheit leben und dass sich jeder irgendwie unwohl fühlt, weil alles fürchterlich schnell geht, weil wir uns auf nichts mehr verlassen können, weil wir nicht prognostizieren können, wie sich unsere Welt weiterentwickelt. Und damit meine ich, wie sich die Welt des Einzelnen weiterentwickeln wird. Wir haben Probleme, unsere Kinder zu erziehen oder ihnen Ratschläge zu geben, weil wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Wir sind also in dieser VUCA-Welt jetzt damit konfrontiert, dass sie volatil ist, das heißt, dass die Veränderungsgeschwindigkeit immer höher wird, dass sie unsicher ist und somit nicht mehr planbar, dass sie komplex ist, was im Unterschied zu komplizierten Dingen, die man lernen kann, ergibt die Komplexität, dass einzelne Personen immer spezialisierter werden, das sieht man bei den Berufen, und letztendlich die Mehrdeutigkeit, dass wir nicht mehr garantieren können, dass bestimmte Ursachen zu bestimmten Wirkungen führen. Und wie schon erwähnt, verändert natürlich diese VUCA-Welt auch die Arbeitswelt. Und das führt mich zu WOPA. WOPA ist ein neuer Führungsstil, der der VUCA-Welt angemessen ist. Auch dabei handelt es sich um ein Akronym, also um die Zusammensetzung, um die Wortkreation von den einzelnen Großbuchstaben und bedeutet das V für die Vernetzung, das O für die Offenheit, das P für die Partizipation und das A für die Agilität. Ich persönlich glaube nicht, dass alle Mitarbeiter nur mehr nach dem Prinzip von WOPA zu führen sind. Es hängt schon sehr davon ab, in welchen Bereichen Mitarbeiter tätig sind. Aber was mit Sicherheit stimmt, ist, dass aufgrund der Tatsache der hohen Komplexität der einzelnen Tätigkeiten es immer notwendiger wird, dass man sich miteinander vernetzt. Und das sagt ja schon, das Internet hat schon das Wort Netz in sich. Es wird immer notwendiger, das Wissen miteinander ausgetauscht wird. Und für die Führungskräfte bedeutet es jetzt, dass sie diese Vernetzung möglich machen müssen. Sie müssen sich Dinge einfallen lassen, wie sie über Bereichs- oder Teamgrenzen möglich machen, dass Menschen, Mitarbeiter eines Unternehmens, ihr Wissen miteinander austauschen und damit natürlich auch voneinander partizipieren. Das O in WOPA steht für die Offenheit. Und damit ist gemeint, dass Unternehmen offen sein müssen gegenüber der Tatsache, dass neue Wege auch neue Lösungen bedürfen. Und es muss damit ein Klima geschafft werden, das auch Fehler und Experimente zulässt. Und das muss immer von einem Unternehmen auf oberster Ebene durchgesetzt werden. Also Führungskräfte in Unternehmen, und das beginnt beim Management, müssen diese Fehlerkultur, also das Zulassen von Fehlern und Experimenten auch fördern. Und das ist natürlich besonders schwierig in Unternehmen, die in den letzten Jahrzehnten eigentlich sehr getrimmt waren darauf, alles und jedes zu messen und Erfolge immer mehr zu steigern. Das heißt, es bedarf eines Umdenkens von Performance Contracts in Richtung Ausprobieren und Lösungen finden.
Das P in WOPA steht für Partizipation und auch daran sind Führungskräfte maßgeblich beteiligt. Mitarbeiter wollen an Erfolgen teilhaben und wollen involviert werden. Und nur so sind natürlich auch Innovationen möglich. Und daher müssen Führungskräfte dafür sorgen, dass Mitarbeiter auch das Gefühl haben, eingebunden zu werden und ihre Ideen einbringen können. Denn nur so werden auch neue Lösungen und neue Wege geschaffen. Das A in WOPA ist die Agilität. Wir leben in einer Zeit, wo wir nichts mehr planen, nichts mehr vorhersagen können und daher bedarf es größtmöglicher Wendigkeit von Unternehmen. Und dazu sind natürlich starre Hierarchien und lange Entscheidungsprozesse extrem hinderlich. Das heißt, es bedarf auch einer Einstellungsveränderung bei Führungskräften und die muss insbesondere auch beim obersten Management beginnen, dass Entscheidungsprozesse flexibler werden, man miteinander flexibler umgeht und Kreativität zulässt. Und letztlich wird diesem neuen Führungsstil WOPA noch ein Plus angehängt und dieses steht für Vertrauen. Es ist notwendig, dass Führungskräfte den Fähigkeiten, dem Know-how und dem Willen ihrer Mitarbeiter vertrauen, dem Willen, dass sie Lösungen vorantreiben und dafür ist es erforderlich, dass Führungskräfte ihren Mitarbeitern dieses Vertrauen schenken.